Wann immer wir jetzt eine Berichterstattung erleben, seit Tagen sind wir nur von einem Gedanken ständig bewegt, und das ist die Angst. Warum tun wir das? Wissen Sie eigentlich, was das mit uns macht? Denn 24 Stunden werden wir nur durch eins gesteuert, und das sind unsere Gefühle. Unsere Wahrnehmung verändert unsere Körperchemie. Aus Angst tun wir heute Dinge mit uns, die würden wir nie tun. Wir sind angstgesteuert. Angst ist eigentlich der schlechteste Garant, um gesund bleiben zu können, weil es löst in uns einen Prozess aus. Sie wissen das, wenn Sie wirklich berechtigte Angst haben vor einer Situation, dann steigt das Adrenalin in die Höhe. Darauf müssen Sie gar nicht warten, darauf können Sie vertrauen, dass Ihr Körper sich bereit macht, jetzt dieser Angst aus dem Wege zu gehen. Sie alle verbleiben in einer gewissen Schockstarre. Das heißt, Sie können gar nicht reagieren auf diese Angst. Sie können sich nur zurückziehen, isolieren, in Quarantäne gehen, Kontakte meiden, allein sein. Angst wird gesteuert über unser Signalgeber Sympathikus. Das ist unser Stressprogramm. Das ist gut so, das brauchen wir auch. Das hat sich bewährt in der Evolution, Gefahr rechtzeitig zu erkennen. Unser autonomes, selbstreguliertes Nervensystem schützt uns dann. Es gibt die gesamte Energie jetzt in die Muskeln, stellt Energiereserven bereit, damit wir flüchten können. So gewährt der Körper das Überleben. Der Sympathikus ist auch der, der entscheidet, jetzt die Fürsorge für die Versorgung unserer Organe. Was braucht jetzt das Herz? Wer braucht jetzt die meiste Energie nach dem Essen? Der Darm, die Verdauungssäfte. Aber der Gegenspieler, der Parasympathikus, der Ruhesignalgeber, der ist es, der wieder für die Balance sorgt, der die Energiereserven jetzt ökonomisch verteilt, aber ihre Energiereserven schafft. Der Ruhenerv, unser Parasympathikus, ist der, der dann in der Nacht zum Beispiel uns einschlafen lässt, dass wir zur Ruhe kommen, dass jetzt die Hormone nachgerüstet werden, die Verdauungssäfte wieder gut bereitstehen für das nächste Essen, dass die Energiereserven wieder aufgebaut werden können. Das ganze Leben spielt sich zwischen diesen beiden Polen ab. Spannung und Entspannung. Spannung, Angst schafft Anspannung. Anspannung schafft eine Fehlinformation für unseren Körper. Aus dieser resultiert zwangsläufig eine Fehlregulation. Es ist eine Frage der Zeit, dass daraus eine Fehlfunktion entsteht. Das ist meine Sorge für all das, was wir jetzt erleben. Und es gibt keine medizinische Berechtigung, in einem Auto mit einem Mundschutz zu fahren. Vor wem habe ich denn jetzt Angst? Unser Körper ist in einer Situation, in der er jetzt unter einem immens großen Druck steht. Bitte achten Sie auf sich. Werten Sie nicht all diese Informationen, die Sie sehen, sondern geben Sie sich auch die Möglichkeit, andere Dinge mit einem anderen Blickwinkel zu bewerten. Aber bitte tun Sie nicht eins, schwingen Sie nicht ein in diese grenzenlose Angst. Die Zahlen und die Realität sprechen eine andere Sprache. Alles Gute und schöne Ostern.